Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Für unsere heutige Sendung haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Normalerweise dauern unsere Folgen ja immer nur so 3 oder 4 Minuten, aber heute wollen wir mal eine 15-minütige Folge zeigen. Und zwar wollen wir unsere Arbeitsgruppe am Institut vorstellen. Unsere Universität hier in Freiberg liegt genau zwischen Dresden und Chemnitz. Eine sehr attraktive Lage, auch Leipzig ist nicht weit. Und wir sind die kleinste technische Universität in Deutschland. Dafür haben wir aber ein sehr spezielles Profil. Und zwar sind wir spezialisiert auf alles, was in der Erde stattfindet. Wir haben also unsere Geoprofillinien. Diese Geofächer, die wir hier unterrichten, die sind zum Teil sehr speziell. Die gibt es nur bei uns. Und wir gehören auch damit zum großen Teil zu den sogenannten kleinen Fächern. Kleine Fächer sind Studienfächer, die sehr besonders sind, wo man nicht viele Absolventen braucht, die aber systemrelevant sind. Ja, also anerkannt von der Bundesregierung sind wir ein kleines Fach mit unserer Ausbildung Petroleum Engineering. Wir bilden Erdölingenieure hier in Freiberg aus. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Professor Amro. Und der Kollege Amro ist zuständig für die Lagerstättentechnik, für die Förder- und Speichertechnik. Und ich betreue in erster Linie hier in diesem Bereich die Tiefbohrtechnik. Ja, und zusammen unterrichten wir also unsere Studenten und bilden die zu Erdölingenieuren aus. In der heutigen Folge möchten wir mal unsere Arbeitsgruppe Bohrtechnik vorstellen und euch erklären, was wir da eigentlich machen. Also, gucken wir uns den Film mal an. Viel Spaß dabei. Film ab! Unser Institut befindet sich in der Agricola-Straße 22, also unterhalb der Studentenwohnheime. Und wir haben oben unsere Büros und hier an der Seite ist der Eingang. Hier vor unserem Institut haben wir gleich ein sehr interessantes Exponat. Das ist nämlich das untere Ende eines echten Bohrstranges. Hier unten sehen wir den Bohrmeißel, der das Gestein kaputt geschnitten hat. Und hier weiter oben sind die Steuerrippen, mit denen sich das Bohrwerkzeug um die Kurven herum bewegt hat. Und hier weiter oben wäre jetzt der Sensorsack drauf gewesen, den wir hier leider nicht sehen können. Das heißt, hier ist jede Menge Messtechnik dann installiert in einem echten Bohrgestänge, was uns sagt, was wir für Gestein bohren, wo wir gerade sind, ob es Poren im Gestein gibt und ob in den Poren Öl, Gas oder Wasser drin ist. Also so ein Bohrgestänge kann sozusagen mit seinen Sensoren aktiv den Weg durch die Lagerstätte suchen. Das Problem ist nicht das Messen. Das Messen der Messwerte ist ganz einfach. Aber die Datenübertragung ist ein Problem, weil in einem tiefen Bohrloch weder Kabel noch Funk noch sonst irgendwas funktioniert, was wir an der Oberfläche benutzen. Und deswegen haben wir einen speziellen Versuchsstand zur Datenübertragung in unserer Halle. Da gehen wir jetzt mal hin. Die einzige Möglichkeit, mit der man Daten von der Bohrlochsohle bis zur Oberfläche schicken kann, besteht darin, die Informationen in Form von Druckschwankungen durch den Bohrstrang zur Oberfläche zu bringen. Das ist gar nicht so einfach. Also die Information wird in Druckschwankungen übersetzt und diese Druckschwankungen werden unter Tage erzeugt, wandern durch den Bohrstrang nach Übertage. Und dort werden sie mit einem Drucksensor ausgelesen und wieder in Informationen zurück übersetzt. Und das ist ein sehr komplexer Vorgang. Und wir sind das einzige Institut weltweit, was mir bekannt ist, was eine Versuchsanlage zur Datenübertragung in Bohrlöchern hat. Wir haben hier unseren Bohrstrang nachgebildet in Form einer möglichst langen Rohrleitung in unserem Institut. Und an dem einen Ende der Rohrleitung erzeugen wir die Druckschwankung. Also senden Informationen in Form von Druckschwankungen in die Leitung und am anderen Ende der Rohrleitung haben wir den Drucksensor, der uns hilft, die Druckschwankungen zu erfassen und wieder zurück zu übersetzen in Messwerte. Ja, hier von dieser Messkabine aus kann man die ganze Versuchsanlage steuern. Man kann also einerseits auf dem einen Ende der Rohrleitungen
Druckschwankungen entsprechend der Information, die übertragen werden soll, induzieren. Und am anderen Ende der Rohrleitung kann man die Daten wieder auslesen. Wir behandeln dieses Thema sehr ausführlich in unseren Vorlesungen im 7. Semester. Und die Studenten machen dann auch ein Praktikum an der Anlage. Das heißt, die müssen einen Satz an Messwerten in Druckschwankungen übersetzen, in die Rohrleitung einspeisen, wieder auslesen und rückübersetzen und dann ist das Praktikum bestanden. Wir forschen aber auch an der Versuchsanlage, denn es ist natürlich in unserem Interesse, immer höhere Datenraten zu erzielen und wir haben auf diese Art und Weise hier am Institut schon viele Promotionen durchgeführt und auch eine ganze Handvoll Patente schon angemeldet. Es ist ein spannendes Thema, an dem wir immer noch weiter forschen. Diese Datenübertragung muss über lange Distanzen funktionieren. Normale Bohrlöcher sind unter Umständen 5, 6, 7 Kilometer lang. Aber es gibt auch sogar Bohrungen, die sind schon 15 Kilometer lang. Und inzwischen arbeiten wir sogar an 17 Kilometer langen Bohrlöchern. Das ist von hier aus Freiberg bis nach Siebenlehen und noch ein paar Kilometer weiter. Und diese Bohrungen verlaufen in der Regel nicht nur senkrecht nach unten, sondern wir reden von sogenannten Extended Reach Bohrungen. Das sieht man hier vielleicht auf diesem Bild. Also der Bohrturm steht irgendwo an Land und im Wasser und erreicht mit langen Bohrungen zur Seite die Ölfelder, die in einigen Kilometern Entfernung sind. Und man kann sich vorstellen, dass so ein Bohrstrang, der kilometerlang waagerecht im Bohrloch vorwärts geschoben werden muss, dass der sich gar nicht so einfach vorschieben lässt. Und es hängt sehr stark davon ab, ob das überhaupt geht, wie die Reibungsbedingungen im Bohrloch sind. Und unser Institut ist vor einigen Jahren in die Planung der längsten Bohrung der Welt mit einbezogen worden. Und dazu haben wir einen Bohrversuchsstand gebaut, den wir Trosica nennen. Und hier in dieser Trosica simulieren wir das Ende dieser längsten Bohrung der Welt unter realen Bedingungen, also das heißt mit Drücken und Temperaturen und allen möglichen Randbedingungen wie in einer echten Bohrung und messen die Reibkoeffizienten ganz extrem genau und überlegen, mit welchen Tricks wir es hinkriegen, den Bohrstrang über solche Distanzen vorwärts zu schieben, sodass der Meißel am unteren Ende mit genau definierter Andruckkraft ins Gestein gedrückt wird. Das ist eine sehr spannende Sache und auch hier sind wir immer noch nicht am Ende unserer Forschungen angekommen. Ganz entscheidend dafür, wie groß der Reibkoeffizient im Bohrloch ist, ist, welche Bohrspülung wir in der Bohrung haben. Die Bohrung muss immer mit einer Spezialflüssigkeit gefüllt werden, die das Bohrloch abstützt und stabilisiert, die Reibung reduziert, die Daten überträgt, wie wir es eben schon gelernt haben. Aber diese Bohrspülung muss auch das Bohrkleim, was unten am Meißel entsteht, aufnehmen und durch die Bohrung zur Oberfläche spülen. Und an der Oberfläche muss das Bohrkleim wieder von der Spülung getrennt werden. Und dazu benutzen wir Zyklone. Ich habe hier so einen Zyklon. Hier ist noch einer an unserer Versuchsanlage. Und an dieser Versuchsanlage üben die Studenten, die Spülungsaufbereitung so zu optimieren, dass das Bohrklein optimal abgetrennt wird und die Spülung sauber für den nächsten Spülungsumlauf wieder benutzt werden kann. Also jeder Student im 5. Semester lernt, wie man so eine Anlage bedient. Wir haben hier übrigens auch schon mal für die Brauerei experimentiert, eine ganz neue Biersorte ausprobiert, aus der der Hopfen nicht wieder rausgeholt werden konnte. Aber wir haben das mit unserem Zyklon super hingekriegt. Wird sicher ein leckeres Bier. Prost! So, und jetzt gehen wir ins Spülungslabor. Mir nach, bitte! Ach, hier ist übrigens unsere Arbeitsgruppe Bohrtechnik auf diesem Poster zu sehen. Eine kleine, aber feine Truppe. Ja, hier sind wir also in unserem schönen Spülungslabor. Ich habe ja schon viel über die Spülung gesprochen. Und diese Spülung wird natürlich auch
hergestellt und das machen wir hier in diesem Labor. Und das machen auch die Studenten in Form ihres Spülungspraktikums. Wir haben hier die typischen Zutaten für eine Bohrspülung. Also alles, was das Herz begehrt, steht hier rum. Ja, und aus diesen vielen Zutaten wird jetzt also eine Spülung angemischt für einen ganz spezifischen Einsatzzweck. Und hier sehen wir zum Beispiel so ein Rührwerk, mit dem sich die Zutaten verteilen. Und dann wird die Spülung untersucht und es wird geguckt, ob die auch wirklich die Eigenschaften hat, die durch die Aufgabenstellung vorgegeben waren. Und dazu müssen wir beispielsweise die Viskosität messen. Dazu gibt es hier so einen speziellen Trichter, der in der Ölbohrtechnik angewandt wird. Wir müssen die Dichte der Spülung bestimmen mit solchen Geräten. Oder wir müssen auch die Zähigkeit, die Viskosität messen mit diesen Rotationsviskosimetern. Die Geräte, die wir eben gesehen haben, wirken ein bisschen grob und nicht so präzise. Das stimmt auch, die müssen in erster Linie auf der Bohranlage gut und zuverlässig funktionieren. Aber natürlich haben wir auch Geräte, mit denen man richtige Wissenschaft betreiben kann. Zum Beispiel dieses Oszillationsviskosimeter, mit dem man ganz exakt die rheologischen Eigenschaften der Bohrspülungen nachstellen und vermessen kann. Und Bohrspülungen müssen natürlich nicht nur im Labor funktionieren, sondern insbesondere auch im tiefen Bohrloch, wo Temperaturen herrschen wie in einem Pizzabackofen und Drücke von mehreren 100 bis 1000 Bar. Und deswegen haben wir selbstverständlich auch Öfen und solche Geräte, mit denen wir zumindest ansatzweise bohrlochähnliche Bedingungen im Labor nachstellen können. Ja, und das hier ist unser Hörsaal. Eigentlich ist es ein kleines Klassenzimmer, aber es ist modern eingerichtet mit einem großen Touchscreen vorne, Tafel natürlich. Und wir haben schöne Modelle, hier zum Beispiel unser Modell einer Tiefbohranlage. Ja, und hier haben wir noch jede Menge Exponate. Die meisten sind groß und schwer und schwierig in andere Hörsäle zu schleppen. Aber deswegen haben wir hier alles parat stehen. Leider haben wir hier lange Zeit schon keine Studenten mehr unterrichten können in Präsenz. Deswegen ist das hier auch alles so ein bisschen eingemottet. Aber wir hoffen, dass es sehr bald wieder richtig losgehen kann. Ja, und dann wünschen wir uns natürlich, möglichst viele von Ihnen hier in unserem Hörsaal in Präsenz unterrichten zu können. Natürlich unterrichten wir nicht nur hier an unserem Institut, sondern wir forschen auch. Einige Sachen habe ich schon angesprochen, wie die Entwicklung neuer Spülungen oder beispielsweise die Erforschung, wie man immer längere Horizontalbohrungen herstellen kann. Aber wir forschen auch viel im Bereich der Geothermie. Und die Geothermie ist ja eine sehr umweltfreundliche Art, zum Beispiel zu heizen, aber auch Strom zu erzeugen. Aber Geothermiebohrungen sind noch viel zu teuer, weil insbesondere im Hartgestein die Bohrgeschwindigkeit viel zu gering ist. Und wir forschen hier seit einigen Jahren schon an der Entwicklung völlig neuartiger Bohrhämmer, die Granite und solche Gesteine viel schneller durchbohren können als bisherige Systeme. Hier sehen wir unseren Prototyp-Bohrhammer als Foto. Der ist in Wirklichkeit riesengroß, dieser Meißel hier. Und der schlägt also das Gestein kaputt, so ähnlich wie wir es zu Hause auch mit einer Schlagbohrmaschine machen würden. Diese Bohranlage steht in Dorfheim, auf halbem Weg nach Dresden, so mal ganz grob gesagt. Aber wir sehen die hier in dieser Filmeinspielung. Und es ist ein sehr erfolgversprechendes Projekt. Wir können jetzt schon in unserer Versuchsanlage erstaunliche Bohrgeschwindigkeiten realisieren. Und wir hoffen, dass wir damit die Tiefengeothermie in wenigen Jahren vielleicht zu einem größeren Durchbruch verhelfen können. So, und jetzt sind wir nochmal auf unserem wunderschönen Institutsinnenhof. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vor einiger Zeit hat hier aber noch unser Universalbohrgerät gestanden, WIBOS, das steht für Wissenschaftliches Bohren in Sachsen. Und dieses Universalbohrgerät ist unser Forschungsgroßgerät, mit dem wir Forschungsbohrungen überall in Sachsen durchführen.
Beispielsweise werden wir damit auch unsere Bohrhämmer in echten Bohrungen bis 200 Meter Tiefe einsetzen, wenn wir mit unseren Oberflächentests an Gesteinsblöcken fertig sind, also in Kürze. Und im Rahmen dieser Forschungsarbeiten sind natürlich auch immer studentische Arbeiten zu vergeben, Studienarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Und wenn Sie sich an unsere Mitarbeiter wenden, können Sie sich erkundigen, ob Sie auch an so einem Projekt mitforschen können. So, damit ist unser Rundgang im Prinzip auch schon beendet. Zumindest der Teil der Arbeitsgruppe Bohrtechnik. Vielleicht kann ich noch erwähnen, dass man noch mehr Informationen über unser Fachgebiet auf unserem YouTube-Kanal Spaß mit Tiefbohrtechnik angucken kann oder unsere englische Serie Fun with Drilling Engineering, natürlich auch auf YouTube. Oder man kann sich in der Unibibliothek oder im Buchhandel unser Buch Auf Jagd im Untergrund besorgen, wo die ganze Bohrtechnik nochmal relativ anschaulich und einfach dargestellt wird. Ja, und ansonsten kann man sich als Studierender bei uns auch sehr aktiv selbst mitbeteiligen und das Studium selbst mitgestalten. Zum Beispiel haben wir einen Student Chapter der Society of Petroleum Engineers. Das ist die größte Erdölvereinigung der Welt, wo alle Erdölingenieure zusammen sind und sich austauschen. Und wir haben einen regelmäßigen Stammtisch unserer Studenten, der bei uns im Hörsaal stattfindet. Tja, und was wir auch gerne machen, sind Auslandsexkursionen, sofern es die Lage zulässt. Wir waren zum Beispiel schon in den USA mehrfach, in Kanada, im Mittleren Osten, in Russland, in Brasilien, in Schottland und in Holland. Und sicher habe ich noch irgendwas anderes vergessen. Also alle diese Länder, wo es Öl- und Gasindustrie im großen Maßstab gibt, da fahren wir gerne hin und gucken uns alles vor Ort an. Wir haben auch Partneruniversitäten, mit denen wir uns besonders gut verstehen. Da ist zum Beispiel die Universität in Krakau zu nennen, mit der wir einen regen Austausch haben. Die Gubkin-Universität in Moskau, bei denen man sich sogar wunderbare Bohrsimulatoren angucken kann. Die Uni Clausthal. Ich selbst habe auch in Clausthal studiert, auch Professor Amro. Wir sind also eng verzahnt und verbunden. Und ja, so kann man sich sein Studium selbst mitgestalten und selbst alles mit aktiv machen und in engen Austausch auch mit zukünftigen Arbeitnehmern stehen. Tja, jetzt haben Sie alle gesehen, was wir hier machen in unserer Arbeitsgruppe. Und wir hoffen, dass das Appetit auf mehr gemacht hat. Und wer noch mehr über uns erstmal im Internet sehen will, der kann natürlich auf unsere Instituts-Homepage gucken. Und da sind auch Telefonnummern und E-Mail-Adressen drauf. Und jeder kann uns jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!